Heyo, hier ist Ranja und wir machen seit gefühlt Ewigkeiten mal wieder ein Q&A. Das letzte ist gefühlt schon 3, 4 Monate her. Falls ihr das euch angucken möchtet, ist es natürlich oben bei der Infobox verlinkt. Ich glaube, ich habe auch eine ganze Playlist Q&As. Ich bin nicht sicher. Falls ich noch keine habe, mache ich nach dem Video eine. Deswegen habe ich euch gesagt, stellt mir ein paar Fragen und das habt ihr getan und mal gucken, was euch so interessiert. Frag Ronja, was für ein Schneideprogramm benutzt du? Kannst du das sagen, wenn es kostenlos ist und einfach ist? Ich selber schneide meine Videos tatsächlich sehr, sehr selten. Ich habe einen Editor, der macht das für mich und der benutzt Premiere Pro und After Effects. Das ist aber beides leider weder kostenlos noch sehr einsteigerfreundlich. Ich habe, wenn ich meine Videos selber geschnitten habe, das mit Filmora gemacht. Das kannst du kostenlos runterladen, aber dann hast du, glaube ich, einen Watermark. Ich hatte davon die Vollversion, aber die ist auf jeden Fall deutlich günstiger als Premiere Pro. Frag Ronja, spielst du Fortnite und was ist dein Lieblingsgetränk? Fortnite, nein. Ich weiß nicht, ich habe das einmal gespielt oder sowas und war so. I don't know, I don't like it. Und Lieblingsgetränk, so langweilig wie das ist, würde ich sagen Wasser. Ich bin einfach kein großer Getränkefreund. Mir sind die meisten Softdrinks zu süß und Wasser ist halt Wasser, ne? Frag Ronja, wie war dein Ostern so? So lala. Einerseits war es schön, weil ich mit meiner Mutter und meinem Bruder gefeiert habe. Also wir haben Sachen versteckt und gesucht und so weiter, was man halt an Ostern macht. Aber am Samstag vor Ostern, also das ist ja Sonntag gewesen, ist meine Oma gestorben. Das war nicht so schön. Aber ansonsten war Ostern schön, schätze ich mal. Frag Ronja, wie findest du den Streit von Roman, Isi und Lars? Tatsächlich habe ich da relativ viel mitgekriegt. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin in einer komischen Position. Weil ich bin mit Isi befreundet, aber ich kenne die anderen beiden technisch gesehen nicht. Ich war mal bei einem Gespräch dabei, ohne dass es die anderen wussten. Quasi, Isi hat mich per Skype-Conference dazugeschaltet, sodass ich es wusste, aber die anderen nicht. Ja, jedenfalls, ich weiß nicht, ich finde es merkwürdig. Bin auf Isis Seite, also ich habe das Gefühl, das ist auch relativ obvious. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, im Sinne von, ich unterstütze sie da. Ich weiß nicht genau exakt, was alles vorgefallen ist. Ja, also ich bin halt nicht Isi und ich bin auch nicht Roman und ich bin auch nicht Lars. Deswegen weiß ich es nicht genau, wie sie es aus deren Perspektive anfühlt. Aber ich habe sehr viel mit Isi darüber geredet und kann da auch mit ihr emphasizen. Das Problem ist nur, man kennt halt immer die anderen Seiten nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie gut meine Meinung dazu gebildet sein kann. Aber es ist natürlich nie schön, wenn man sich zerstreitet und wenn irgendwie alles den Bach runtergeht. Aber manchmal ist es halt das Leben und oftmals ist es eigentlich besser, wenn sowas auseinandergeht und wenn sich dann halt neue Wege finden und wenn man schlechte Situationen hinter sich lässt und dann halt, wie gesagt, was Neues macht, was dann im Endeffekt besser ist. Im Endeffekt ist sowas oft eine Sache von alle sind glücklicher danach und ist es wahrscheinlich fürs Beste so. Zum Q&A. Wie ist dieses Gefühl, wenn man aus einer Aufnahmegruppe rausgeworfen wird? Kannst du mich bitte grüßen? Ich bin ja selber mal rausgeflogen. Beziehungsweise ist es nicht rausgeflogen. Isi ist selber gegangen. Aber ich bin rausgeflogen. Na klar, es ist doof. Ich habe mehr oder weniger gewusst, dass es nicht unbedingt gut ausgeht, das Ganze. Weil es vorher halt schon Probleme gab und Spannung. Aber es ist natürlich trotzdem blöd und ich war auch ein paar Monate. Es ist natürlich blöd. Und man ist dann auch erstmal auf sich alleine gestellt. Und ich habe vorher YouTube nie alleine gemacht. Ich habe YouTube immer nur mit den anderen beiden gemacht. Deswegen war ich richtig lost und war so, Goddammit, was soll ich denn jetzt machen? Hab dann November, Dezember ein Video hochgeladen, zwei oder so. Keine Ahnung gehabt, was ich machen soll, aber mittlerweile würde ich sagen, es ist fürs Bessere. Frag Ronja, was macht dich richtig sauer? Wenn Leute quasi Sachen machen, die mir gegen meine Prinzipien gehen, ich denen sage, dass es nicht okay ist, sie sich nicht entschuldigen und sie dann trotzdem weitermachen mit ihrem Kram und dann von dir erwarten, dass du klein beigibst. Und ich habe das Gefühl, ich bin relativ stur, was sowas angeht. Ich habe bestimmte Prinzipien und dazu stehe ich auch. Und wenn mir da jemand reinreiten will, dann bleibe ich trotzdem dabei und dann sage ich nicht, nee, mache ich nicht und gebe klein bei. Und ich habe das Gefühl, viele erwarten dann trotzdem, dass du einknickst oder dass du diejenige bist, die sagt, nee, aber eben nicht. Und genau, solche Leute. Das war gar nicht gut. Fragonia, wenn du einen Hund hättest, welche Rasse wäre es und wie würde der Hund dann heißen? Das ist eine sehr spezifische Frage. Die Antwort ist, wenn ich einen Hund hätte. Mein Bruder redet in letzter Zeit viel von einer Hunderasse, die ihr vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht. Die heißen Samojeden. Das sind so ganz, ganz langhaarige, sehr, sehr flauschig. Unglaublich cute. Sowas oder Labrador, Golden Retriever, irgendwas. Halt einen größeren Hund. Ein von den drei Rassen wäre wahrscheinlich meine bevorzugte Hunderasse. Und ansonsten, Namen,
müsste man gucken. Frage Ronja, warum nimmst du nicht mehr mit Flo, Tops und Julian auf? Wie gesagt, das habe ich vorhin kurz angerissen. Ich bin nicht mehr in der Aufnahmegruppe. Wie gesagt, ich hatte Probleme mit Flo und der hat mich rausgeschmissen. Deswegen, da hast du deinen Grund. Die wollen nicht. Frage Ronja, bist du mit jemandem zusammen? Und wenn ja, mit wem? Nope. Ich bin mit niemandem zusammen. Ich bin seit langer Zeit, keine Ahnung, seit ungefähr einem halben Jahr oder sowas, bin ich Single. I guess. Frage Ronja, woher kennst du Easy und wie bist du dazu gekommen, mit ihr aufzunehmen? Tatsächlich dadurch, dass Flo mich rausgeschmissen hat. Das war eine Situation, in der ich dann noch ein Video hochgeladen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Ich habe das mittlerweile offline genommen, weil ich das Gefühl habe, das wirkt sehr, sehr negativ für Flo und ich will nicht, dass die Leute dann auf ihn shit-talken. Aber ja, da hatte ich ein Video hochgeladen, das haben relativ viele Leute gesehen und sie hatte mir eine E-Mail geschrieben und war so, hey, bist du okay? Wie geht's dir? Möchtest du reden? Blablabla. Dann haben wir uns ab und zu auf dem DS getroffen, geredet und haben dann auch irgendwann gesagt, hey, wie wär's? Wollen wir mal zusammen aufnehmen. Frau Gronja, wohnst du in der Stadt da, wo Easy wohnt? Ich will nicht wissen, welche. Nein, ich wohne tatsächlich relativ weit weg von ihr. Also es wäre eine ziemliche Fahrt, um da hinzukommen. Also wir wohnen ziemlich weit auseinander, leider. Frau Gronja, würdest du mal mit deiner Community Minecraft spielen? Und suchst du dir wieder einen Freund? Viele Freundfragen, ha? Huh? Ja, ich würde mit meiner Community Minecraft spielen. Wahrscheinlich in sowas wie einem Streamy-Stream. Im Normalfall hat bis jetzt noch nicht so oft geklappt, aber ich versuch's. Ungefähr 1-2 Mal im Monat montags. Und da spiele ich dann sowas wie Roblox oder Minecraft und dann könnt ihr auch gerne mitspielen. Und ob ich mir wieder einen Freund suche? Ich meine, im Moment eh nicht. Also im Moment ist mit physisch rausgehen ja eh nicht so viel, aber wahrscheinlich schon. Frag Ronja irgendeine Frage. Wer hat dich zu YouTube inspiriert? Tatsächlich Flo. Also ich habe früher mal YouTube gemacht, als ich ein kleiner Pimp war, aber das war weder ernst zu nehmen noch regelmäßig. Und dass ich jetzt angefangen habe, liegt tatsächlich an Flo. Also, es mag gut sein, dass wir uns zerstritten haben, aber Credit, wem Credit gebührt, das war sein Verdienst. Frage Anja, wie ernährst du dich? Zum Beispiel vegetarisch, vegan, gesund. Du bist mega cute. Oh, danke. Ich würde sagen gesund. Nee, also, seitdem ich 12 bin ungefähr, bin ich Vegetarier, also schon eine gute Weile. Dann war ich zwischenzeitlich 2-3 Jahre komplett vegan. Mittlerweile ist es so ein Mischding. Ich trinke keine richtige Milch und ich esse super selten Käse. Ich esse ab und zu mal Eier. Was heißt ab und zu? Ich esse echt gerne Eier. Aber ansonsten würde ich sagen, hauptteilig der Zeit vegan. Ab und zu esse ich halt sowas wie ein Ei oder Käse, wenn es in irgendwas drin ist, wie in der Pizza, wenn man mal bestellt. Aber das kommt nicht super häufig vor. Und ja, das ist so die Basis. Also eigentlich vegetarisch. Frau Gronja, mit was vertreibst du dir die Zeit zu Hause so und wie geht es dir? PS, ich finde dich super nett und du hast eine schöne Stimme, du bist echt hübsch und du bist mein Idol. Das ist sehr süß von dir. Tatsächlich, ich spiele im Moment viel CS, okay? Not gonna lie, dadurch, dass alle meine Freunde im Moment zu Hause sitzen, machen wir sowas, was wir Ten-Mans nennen. Dann spielen wir halt 5 gegen 5 von unseren Freunden CS gegeneinander und das macht echt Spaß. Und ansonsten spiele ich auch so viel CS. Was heißt viel? Wenig, also viel mehr als sonst, aber immer noch nicht extrem viel. Und gehe ab und zu, wir haben hinten bei uns ein Feld, da gehe ich spazieren. Meine eine Katze nehme ich immer mit, die mag das, die geht auch gerne raus. Und ja, ansonsten halt viel im Discord mit meinen Freunden. Apropos Discord, was für eine Überleitung. Ich habe eine Community-Discord schon eine Weile, falls ihr da nicht drauf seid, aber auch gerne mit Leuten reden würdet oder mit denen was spielen oder einfach nur chatten, keine Ahnung. Falls ihr das möchtet, ich habe einen Community-Discord, da könnt ihr gerne drauf joinen und der Link ist unten in der Infobox. Ab und zu bin ich da auch. Also ich bin da drauf. Ich schreibe auch ab und zu im Chat. Ich mache selten, gehe ich in Talk, aber ab und zu passiert's. Welche Games spielst du in deiner Freizeit, wenn du überhaupt welche spielst? Hauptsächlich im Moment CS. Ansonsten früher viel League, das tatsächlich gerade weniger. Oh, ich habe mir jetzt mit ein paar Freunden zusammen, haben wir uns Tabletop-Simulator geholt und spielen jetzt Brettspiele. Ansonsten haben wir neulich eine wunderbare Runde Golf with your friends gespielt. Also halt viele Spiele, die man jetzt einfach mit Freunden spielen kann, weil gerade eh alle zu Hause sitzen und man Zeit hat und das echt Spaß macht. Frau Ronja, wie bist du auf den Namen richtig Ronja gekommen? Auch da muss ich wieder Flo crediten. Also das war seine Idee. Wir sind damals, als wir angefangen haben aufzunehmen, war er so, hey, weißt du was, wir machen den Kanal, wir nennen den richtig Ronja. Aber ich hatte keine Idee. Und er war so, das ist ein guter Name, den merkt man sich. Und dann war ich so, okay, nehmen wir. Viele haben auch gefragt, warum ich den dann zurückgeändert habe, aber das war halt, im Endeffekt war das Flo's Idee, Flo's Name und dadurch war das halt mit ihm assoziiert und dann habe ich mich halt von der Gruppe abgespalten bzw. wurde rausgeschmissen und seitdem habe ich dann meinen Namen wieder auf Ronja geändert.
weil ich so heiße. Und weil ich halt nicht mehr diesen Gruppennamen haben wollte. Frag Ronja, gibt es nach Minecraft Bauernhof ein neues Projekt mit dir und Easy? Yep, gibt es, ist auch schon geplant. Bauernhof wird tatsächlich nicht mehr so lange kommen. Also das werden noch 2 Folgen bei mir, 2 Folgen bei Easy sein. Und dann gibt es ein cooles neues Projekt mit einer coolen Idee. Und da könnt ihr euch alle schon drauf freuen. Das kommt dann direkt die Woche drauf. Bauernhof kommt übrigens immer Sonntag, also das Minecraft-Projekt immer sonntags. Das neue kommt dann auch immer sonntags, also bleibt für euch alles beim Alten. Frag Ronja, was benutzt du für ein Shampoo? Das günstigste, was es beim Aldi gibt. Im Zweifelsfall. Ich weiß nicht, ich lege da nicht so großen Wert drauf. Ich habe so eine große Packung Familienshampoo für 50 Cent gekauft. Also, bam. So, und das war unsere letzte Frage. Falls ihr auch irgendwelche Fragen habt, die nicht beantwortet worden sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann habe ich die fürs nächste Q&A schon ready. Einfach mit Hashtag fragt Ronja in die Kommentare schreiben. Und dann, wie gesagt, kommt ihr vielleicht im nächsten Video dran. Ansonsten hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ich lade Videos hoch jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag immer um 13 Uhr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!